Zeit fürs HSV Net Radio, präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Der Strafraum Eck verlagert aufs linke Strafraum Eck, Dopezi drauf! Und Polke reißt die Faust hoch. Rückraum gesehen, spielt da flach rein. Ball ist jetzt im Strafraum, Schuss von Neithardt und Ferro mit beiden Fäusten geklärt. Ball jetzt 35 Meter vom Kasten entfernt, halbrechter Position bei Van der Bremt, der kurz auf Laszlo Benes, der ist jetzt durch mit seinem schwächen Rechten. Flachschuss zu zentral, Kolke taucht wieder ab. Dompe, Benes stehen bereit, Benes macht's aufs kurze Eck und Kolke muss wieder fliegen. Schön über die 5-Mann-Mauer gehoben. Benes spielt den Ball ab, gut auf Dompe, hat viel Platz da auf der linken Seite, schon Höhe des Strafraums. Reis bietet sich kurz an, Drehung, müsste schießen, Tor! Lulu mit Reis in der Nachspielzeit! Jawohl! Und das hätte selbst König Johann Cruyff nicht besser machen können, um bei der 14 zu bleiben. HSV mit einem blitzsauberen Konter. Und Tom wird euch das gleich sicherlich nochmal beschreiben. Vorarbeit oder Ausgangspunkt, ein Ballgewinn am eigenen 16er. Rossipal, der zuvor ja Innenverteidiger eingestellt, jetzt noch ein Schuss von Benes und er ist drin! Und er ist drin, Laszlo Benes! 5. Saisontor, maßgenommen von der vorderen Strafraumkante, unten rechts ins Eck. Und erneut der Tönscooter, 2:0 für den HSV. Und er setzt seine Tore-Serie fort. Hannover hat er nicht getroffen, war aber auch gar nicht dabei. So ist es passiert. Reis von rechts in die Mitte gezogen, Kopf hoch, kurz abgelegt auf Benes. 18 Meter, halbrechte Position. Erst Torschütze, jetzt Vorlagengeber, jetzt auch gut dazwischen gegangen von Bakriata vor der gegnerischen Box, schon wieder abgelegt auf Glatzel, der mit dem Steckpass auf Glatzel, auf Reis und da ist der Ball nicht drin, das gibt's doch gar nicht. Ludo mit Reis, visiert das lange Eck an. Im HSV-Strafraum gegen Miromuay macht das gut auf Pröger und Ferro mit der Brust abgewehrt. Kurzes Eck dicht gemacht, ganz wichtig. Ist raus auf Benes, 30 Meter vom Kasten entfernt. Benes vor die Box gespielt zu Muheim, steckt durch auf Robert Glatzel. 1 gegen 1, links an den Pfosten. Da taucht er plötzlich und endlich mal freistehend auf vor Markus Kolke. Und mit links. Heute 12 und 13 und jetzt schlägt es hier fast 13. Kill Zombie mit einer Riesenmöglichkeit. Ball lang in der Luft, kommt von der rechten Seite reingesegelt. Dann am 5er-Eck Direktabnahme von Kill Zombie. Ferro, 2:0 Heimsieg gegen Hansa Rostock. Hochsouveräne Leistung, wie es von oben aussah. Wie sind deine ersten Gedanken zum Spiel? Ich glaube, heute gab es keinen Zweifel, wer heute als Sieger vom Platz geht. Von der ersten Minute an sehr dominant gespielt, haben früh gepresst. Ich glaube, der Gegner hatte in der ersten Halbzeit ein paar lange Bälle und dann waren wir aber sofort bei den langen Bällen entweder da oder haben uns den zweiten Ball gewonnen. Also von Anfang an sehr souverän, sofort auf dem Platz gewesen. Ich glaube, das war heute eine sehr gute Mannschaftsleistung, weil es einfach von der Gier her gut war, vom Ballbesitz gut war. Und ich glaube, wir hätten vielleicht noch eher in der zweiten Halbzeit den Sack zumachen können, aber das sind Randgeschichten und ich glaube, heute überwiegt die Freude über die Art und Weise, wie wir heute gewonnen haben. Also ja, ich glaube sehr gut. Wir haben gut gespielt, sehr souverän. Also die ganze Spiel war für uns und jeden zweiten Ball und wir wollen auch dann auch die Tore machen und wir machen dann auch zwei Tore und ja, das ist dann geil, dass wir dann auch 3 Siege ohne Gegentore haben und das ist gut dann für die Mannschaft, ja. Was war heute der Schlüssel zum Sieg? Was hat uns den Sieg gebracht? Also, so wie gesagt, wir bleiben geduldig, weißt du. Und wir wissen, was wir wollen, was wir können machen. Und also, dann am Ende, dann sind wir auch sehr clever und halten dann den Ball, weißt du. Und also ja, ich glaube, die ganze Spiel, so wie gesagt, sehr souverän. Ein Tor kurz vor der Pause, ein Tor kurz nach der Pause. Gibt es psychologisch wichtigere Zeitpunkte oder schönere Zeitpunkte, wo man treffen kann? Ja, also erste Halbzeit muss ich sagen, hatte ich immer das Gefühl, das liegt ein Tor in der Luft. Und Hansa Rostock ist eine Mannschaft, die musst du bespielen. Es ist klar, dass die über einen Kampf kommen. Aber natürlich tut so ein Tor vor der Halbzeit brutal wichtig. Aber ich sage nochmal, auch wenn das Tor nicht gefallen wäre,
musst du bei solchen Spielen klar im Kopf sein. Und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir sehr klar im Kopf waren und das Spiel genauso angenommen haben, wie wir das auch vorher besprochen haben. Also ich glaube, wir arbeiten auch jeden Tag, weißt du, und reden auch jeden Tag, was wir besser machen wollen. Und dann, ja, wir sprechen darüber und dann siehst du auch jeden Training und auch jetzt in diesen Spielen, dass wir auch sehr, sehr clever das machen. Und das ist dann auch wieder ein Schritt nach vorne und ja, so immer weiter. Du hast eben schon angesprochen, 3 Spiele in Folge ohne Gegentor, erstmals seit einigen Jahren überhaupt für den HSV. Was ist das auch für ein Zeichen, dass eben auch die Defensive so gut steht? Also ich glaube, wir sind jetzt 3 Saisonen zusammen und wir wissen, was wir wollen. Und wir wissen, dass wir an dem Ball auch sehr, sehr gute Dinge machen und gute Sachen machen. Aber auch jetzt in Verteidigung, wir sind da. Wir jeder zweite Ball auch hier in dieses Spiel. Und du siehst dann auch, dass jeder mit jedem helfen wollen. Und das ist dann sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist die Basis, über das gewinnen wir unsere Spiele. Das ist auch kein Zufall, weil dazu gehört harte Arbeit, ein Bewusstsein, dass defensiv ja, unsere Basis ist. Und ich glaube, aus der guten Basis kannst du dann auch dein Offensivspiel aufbauen. Und das ist uns heute gelungen, ist uns in den letzten Spielen gelungen. Aber ja, genau so müssen wir es auch weitermachen, weil ein Stück weniger reicht nicht. Und deswegen müssen wir auch immer auf dem Level bleiben. Und ja, jetzt ist Nationalmannschaftspause. Erster Step war gut, das haben wir uns auch so vorgenommen, haben eine gute Punktzahl, aber wir wollen genauso gierig weiterbleiben, wir wollen fokussiert bleiben und einmal kurz runterkommen in der Pause, aber dann schon das Bewusstsein schaffen für die nächsten Spiele. Bleiben wir noch einmal auf den 3 Spielen in Folge zu 0. Für dich auch zum ersten Mal im HSV-Trikot, wenn wir auf die Schnelle die Statistiken durchgeschaut haben, 3-mal in Folge zu 0. Was bedeutet dir persönlich dann auch sowas? Ja, zu 0 Spiele sind einfach geil für den Torwart. Darum geht es, das nimmst du dir natürlich dann auch vor, wenn du ins Spiel gehst, dass du ja, deinen Kasten sauber halten willst. Aber es macht mich mehr glücklicher, wie wir als Mannschaft dann agieren und ja, einfach uns in jeden Ball reinwerfen. Und das sind so die Momente, die mich dann halt glücklich machen. Natürlich am Ende, wenn dann die Null steht, ist es schön, aber der Sieg steht über allem. Und deswegen ist da die Freude am größten drüber.